Ja, liebe Freunde, heute ein extrem spannendes Update in Sachen Ripple versus SEC. Ich glaube, man kann sich hier so langsam bereit machen, dass eine Einigung im Raum steht. Wir sehen uns den XRP-Kurs an, der in den letzten Tagen und Wochen immer wieder nervös anzuckt, wie so ein Fisch, der kurz davor ist, in den Köder zu beißen beim Angeln. Wir sehen uns natürlich auch an, was Oliver Michel vom Aktionär TV darüber sagt, und dieser Mann hat eine Expertise. Auch Ripple CEO Brad Garlinghaus hat sich zu Wort gemeldet in Sachen XRP ETF und BlackRock, also viele interpretieren da natürlich BlackRock rein. Auch das sehen wir uns nochmal ganz genau an. Ihr lasst mir wie gewohnt einen Kommentar, ein Like da und natürlich ein Abo, dass wir hier die 7000 Abonnenten noch knacken. Vor Ende des Julis würde mich extrem freuen. Bleibt alle schön gesund. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Ja, liebe Freunde, wir sehen uns direkt die Krypto-Heatmap an und fast schon ein gewohntes Bild, dass unser geliebter XRP-Stablecoin hier grüne Zahlen, grüne Vorzeichen hat. Sehr, sehr ungewöhnlich. Auch diese Zeitspanne sind wir nicht gewohnt, die, die schon länger dabei sind. Wir sehen uns das genauer an und mein Bauchgefühl, meine Hoffnung natürlich auch. In dieser Zeit, in der ich Ripple und XRP schon verfolge, seit nunmehr fast 4, 5 Jahren, naja, schon eine ganze Weile, lässt mich positiv stimmen natürlich. Wir sehen uns auch den Bitcoin Fear and Greed Index an. Wir sind auf 70 wieder hochgegangen. Also das Ganze ist schon wieder ganz schön bullisch unterwegs. Der gesamte Kryptomarkt natürlich. Aber egal, heute soll es mal um XRP gehen, der so ein bisschen sein eigenes Ding seit ein paar Wochen macht. Wir sehen es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich nehme es relativ spät am Abend auf des Vortages des 24.07. aus zeittechnischen Gründen. Morgen schaffe ich es leider nicht. Es sei denn, hier knallt natürlich irgendwas. Dann ziehe ich mich vor den Rechner. Dann filme ich mich mit der Kamera, egal wo ich gerade bin, um euch da up to date zu halten. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, der Kurs zuckt hier nervös in den letzten Tagen immer mal wieder an. Wir sehen ja die Monatsperformance mal hoch, wieder runter, mal ordentlich hoch. Und jetzt hält er sich schon bei 61, also sagen wir rund um die 60 US-Dollar Cent. Und wenn jetzt so ein Urteil oder irgendwas Positives nach außen dringen sollte, ist der Dollar hier ganz, ganz schnell da. Wir erinnern uns vor einem Jahr im Juli 23, als wir von, ich weiß gar nicht, wo wir waren, bis auf 80, 90 US-Dollar Cent hochgeschnellt sind. Da sind wir ja schon fast in der Nähe. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wenn ein Urteil kommt, eine Bekanntmachung, ein Settlement, was auch immer, hier eine sehr, sehr krasse Candle kommen wird auf einen Dollar. Natürlich wird das nicht nachhaltig sein. Da werden Gewinne mitgenommen, ganz klar. Aber irgendwas ist hier im Busch, sagt mir mein Bauchgefühl, sagt mir mein Steuerberater. Spaß beiseite. Wir sehen uns kurz die aktuellen News an. XRP im Kreuzfeuer der SEC sehen wir uns gleich nochmal genauer an. Ripple erwägt Euro-Stablecoin entsprechend der MiCA-Verordnung. Ripple möchte da natürlich nicht den Anschluss verlieren und MiCA-konform auch hier für Europa natürlich an den Euro gebundenen Stablecoin rausbringen. Was wollte ich noch sagen? Kursanalyse, Dreiecksmuster. Ich glaube, dieses Dreiecksmuster kann mittlerweile niemand mehr hören. XRP Weg in die Zukunft, Real USD Einführung, SEC Anhörung und mögliche Auswirkungen auf den Markt. Spekulationen über eine mögliche Einigung im laufenden Rechtsstreit zwischen der Security and Exchange Commission, SEC und Ripple haben sich intensiviert, da die Anleger für den 25. Juli, also heute, wenn ihr das Video seht, die geschlossene Sitzung der SEC genau beobachten. Aber wie gesagt, auf solche Daten gebe ich seit der letzten Bekanntmachung und dann doch nicht gar nichts mehr. Wir bleiben auf jeden Fall extrem gespannt. Die Ripple Community, alle Leute da draußen, die es gut mit XRP und Ripple heißen, scharren hier die Hufe, sind nervös und hoffen, dass hier eine Einigung erzielt wird. Ich glaube, das kann sogar noch im Juli passieren. Mal abwarten, mal abwarten. Darüber hinaus schreitet die Entwicklung des Stablecoins
den RealUSD, RLUSD von Ripple mit einer Strategie, die sich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konzentriert, weiter voran. Müssen wir aber gar nicht lange weiter rumlesen. Können wir abkürzen, im Vorfeld muss das Urteil da sein, denn ansonsten brauchst du mit einem Stablecoin auch in den USA nicht um die Ecke zu kommen. Da wird die SEC sagen, erstmal eins nach dem anderen. Sehr, sehr spannende Zeiten. Das Interview von Brad Garlinghaus, auch geil. Bitcoin in Las Vegas, die Sphere hat Bitcoin da projiziert, mega geil. Aber ich wollte eigentlich von Brad Garlinghaus das Interview, wo hatte ich das? Oh, hallo. Ah ja, hier war das. Das hören wir uns jetzt nochmal an. Das ist wirklich massiv. Der ETF kommt wohl noch Ende des Jahres und ob BlackRock wird da schon mit ihren iShares dabei sein. Das lässt sich, glaube ich, BlackRock nicht entgehen. Aber wir hören mal genau rein. So you would welcome an XRP ETF then? We would certainly welcome it, and I think it's inevitable that there'll be, you know, multiple ETFs around different tokens. And I think you'll even see ETFs potentially around baskets that also, I think, further diversify that risk. Are you in talks with the largest issuers, particularly BlackRock, to get this done? Well, I'm not going to comment on that. I know BlackRock has said some things publicly. We think it makes sense for the XRP community overall. Wir kürzen das mal ab für die, die gestern mein Video gesehen haben. Da habe ich das auch schon gezeigt. Also er sagt, sie sind in Gesprächen. BlackRock erzählt diverse Dinge, sagt er. Aber er glaubt, dass das für die XRP-Community ein logischer Schritt ist, hier den ETF zu starten. Und durch die Blume, natürlich wird BlackRock da seine Finger ins Spiel haben. Und eventuell, wie es schon heißt, wenn man Gerüchten glauben darf, Gerüchte sind immer nur Gerüchte, aber es ist auch immer was Wahres dran an Gerüchten, ist Ripple hier in Verhandlungen schon mit BlackRock in Gesprächen. Natürlich, aber wie gesagt, wir brauchen dieses Urteil. Das ist wie ein Hemmschuh für alles andere, was hinten dran hängt. Und deshalb bin ich auch so positiv, dass das demnächst enden wird, weil natürlich auch Ripple daran interessiert ist, hier die nächsten Schritte zu machen. Und nicht den nächsten Bullrun eventuell auch noch zu verpassen. Arbeiten BlackRock und Ripple jetzt in einem börsengehandelten Fonds auf XRP? Schon seit einiger Zeit sind Gerüchte durchgedrungen, die besagen, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock und Ripple, gemeinsam an einem ETF arbeiten. Durch seine Marke iShares gehört BlackRock zu den größten ETF-Emittenten und hat mit dem iShare Bitcoin Trust iBit und dem iShare Ethereum Trust ETF bereits zwei große Krypto-ETFs im Angebot. Solana soll wohl der nächste sein. Dann wäre die nächste Schlussfolgerung logisch und natürlich XRP. Brad Garlinghaus, der CEO von Ripple, erklärt im Interview, dass er es begrüßen würde, wenn mehrere börsengehandelte Fonds auf Kryptowährung auf den Markt kommen. Mit Exchange Trade Funds, also ETFs auf XRP, scheint für ihn eine hervorragende Wahl zu sein, die er auch als großer Fortschritt für die Ripple Community bezeichnet. Und wieder mal gehört XRP zu den Tagesgewinnern. Also hier ist alles in allem eine sehr, sehr positive Stimmung, was XRP angeht. Und jetzt hören wir uns nochmal meinen besten Kumpel an, Oliver Michel, in Sachen XRP und hört hin, sehr, sehr spannend. Das zweite Highlight, wir hatten ja schon häufiger von diesem Wedge, von diesem Keil gesprochen, der sich jetzt zuspitzt, mal kurz drunter, wieder rein und diesen Keil mal runter, mal wieder rein, den kann wahrscheinlich keiner mal hören. Sich jetzt langsam nach oben, manche zeichnen diesen Keil noch weiter, auf 6-7 Jahre, aber hier 2021 bis hier, das reicht. Selten so einen großen Keil gesehen. Und in dieser Spitze befinden wir uns im Moment gerade. Und was ich wahrgenommen habe, ist, dass der XRP in den letzten 2 Wochen so eine Eigenleben geführt hat, sich ein bisschen abgekoppelt hat von den Bewegungen von Bitcoin und Ethereum. Und das war, ich habe es hier mal formuliert, als ständiges, nervöses Anzucken des Preises. Also man sieht das hier. Angezuckt, dann hat sie angezuckt. Das hat man so beim... Jetzt wisst ihr, wo ich vom Intro dieses Anzucken her habe. Beim Ripple ganz selten gesehen, der wie ein Trägercoin bewegte sich über Jahre von links nach rechts. Und man sieht auch sehr schön in diesem Bereich, im Gegensatz zu Ethereum, Bitcoin, haben wir hier ein Volumen, das größer wird in die Spitze rein, im Gegensatz zu den beiden anderen.
Und das war ja auch eine News dieser Woche, dass das Handelsvolumen XRP von XRP, Ethereum und Bitcoin outperformt hat. Also hier ist irgendwas im Busch. Das Volumen ist da, wenn er von der Leine gelassen wird, liebe Freunde. Ich zitiere Oliver Michel. Viel extrem macht der XRP-Kurs dann. Wir wissen, wir haben den Stablecoin von Ripple. Ripple hat letzte Woche auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das sind alles so Dinge, wo ich hergehe und sage, da passiert etwas. Da scheint sich irgendetwas zusammenzubrauen und auch die ersten Influencer, und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, greifen mittlerweile XRP als Thema auf und sehen, Mensch, da könnte etwas passieren. Und dieses Anzucken hat sicherlich etwas damit zu tun, dass viele dieser Tage, wahrscheinlich noch im Juli, den finalen Richterspruch erwarten von Judge Torres hinsichtlich... Boom, um Jack the Rippler zu zitieren. Im Juli noch ein Richterspruch. Wäre schon heftig, wenn so viele daran glauben. Ich weiß es nicht, dann bin ich immer ein bisschen verhalten. Ihr wisst, was ich jetzt von Ankündigungen von Daten halte ich gar nichts. Nach der letzten Sache ist das für mich gestorben. Aber irgendwas ist hier im Busch. Ich habe richtig Bock auf XRP, mehr denn je. Das reimt sich sogar. Okay, liebe Freunde, das war's dann. Ich glaube, besser wird dieses Video nicht. Ihr lasst mir einen Kommentar, ein Like da, eure Meinung zu XRP. Also wie gesagt, liken, eure Meinung rein, haut mir rein, wie viele XRP ihr vielleicht habt oder wann ihr verkaufen würdet, obwohl wie viele geht mich nichts an, aber wann ihr verkaufen würdet und wie ihr diese ganze Thematik seht. Stablecoins, wichtiges Thema, ETFs noch wichtiger, aber am allerwichtigsten das Urteil, das muss kommen, liebe Richterin. Hau auf den Tisch oder einigt euch hinter verschlossenen Türen. Mir egal, macht was. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Peace.